Ach, ich sage Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 2. November 2023 beginnen hier an der Tscherka. Tscherka ist Weiher Tümpel Kleiner See übersetzt Naturschutzgebiet und hier wird auch bald eine Veränderung eintreffen. Nämlich hier wird ein Park entstehen und das wird gar nicht mehr so lange dauern, dann fangen die damit an. So, ihr seht hier die Zubringerbusse. Frage, wie komme ich zum Strand? In der Regel von Playa de Ingles, Maspalomas mit den Bussen, die von den größeren Anlagen in regelmäßigen Abständen hierher fahren und auch wieder abgeholt werden. Parken hier direkt am Strand ist schwierig. In Playa ja, aber hier in Maspalomas schwierig. Das Parkhaus ist ungefähr jetzt 1 Kilometer weg zu Fuß. Ich zeige es euch gleich, wo es ist. Und also nicht gerade ideal mit dem Auto hier an den Strand zu fahren und an den Wochenenden schon gleich gar nicht. Parksituation ist immer etwas schwierig. Früher hat man gesagt, in San Agustin oder so ist es schwierig. Mittlerweile ist es überall schwierig. Da kommt der nächste Bus angefahren. Also hier ist ein reger Busverkehr. Wenn man in Playa de Ingles wohnt und mit dem Bus hierher kommen möchte, mit dem Öffentlichen, die halten hier vorne. Das ist jetzt nur ein paar hundert Meter zu laufen. Das ist relativ einfach und günstig. Von Playa de Ingles pro Person 1,40 Euro. Und dann ist man hier und dann sind es ungefähr noch 5 bis 10 Minuten zum Strand. So, hier geht es ein bisschen bergauf. Sollte kein Problem sein. Hier stehen die Busse. Zum Beispiel hier der 30er. Santa Catalina fährt er direkt vom Campo de Golf. Und hier der nächste ist der 36er Telde. Ja, und gerade eben Telde Campo International. Eine direkte Verbindung. Las Palmas. Also man hat hier schon eine gute Anbindung. Deswegen gut überlegen, Leihwagen, braucht man den, ja oder nein? Aber das Thema ist heute nicht die Busverbindung, sondern Hotelpreise. Wir müssen mal versuchen, oder ich werde versuchen, so ein bisschen Preisvergleich anzustellen. Das ist natürlich auch immer schlecht oder schwierig, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber ich probiere es trotzdem mal. So, da drüben, da ganz an der Ecke, da unter dem Sabadé, da ist Free Motion. Da könnt ihr gut Fahrräder mieten. Elektrobikes, Mountainbikes, Rennräder, alles. Wenn ihr hier in der Gegend seid, es lohnt sich da nicht, jetzt extra nach Playa reinzufahren. So, und hier ist Live-Musik. So, hier im Café, ja, man sieht das im Vorbeifahren gar nicht, aber wenn man sich mal die Zeit nimmt, ein bisschen langsam zu gehen, und das machen wir jetzt. So, zwischendrin auch mal auf die Auslagen hier schauen. Das ist keine Apotheke, obwohl das Zeichen ähnlich aussieht. Das ist eine Parapharmacia, Apothekenzubehör, sage ich jetzt mal. Und die haben Preise unterschiedlich. Auch die Apotheken haben unterschiedliche Preise. Nicht bei den rezeptpflichtigen Sachen, da sind die gleich. Nur jetzt so mal ein Schmerzgel oder sowas. Da sieht es dann schon anders aus. Würde ich auf jeden Fall nach San Fernando fahren. Und da einkaufen, wenn ich sowas brauche. So, La Sirena gibt es auch schon, hier sehr, sehr lange. Die haben sich gehalten, innen auch eine schöne Bar. Hier auch Templo Shiva Bar, auch sehr schön, der direkte Zugang zum Hotel hier. Zum Baobab. So, weiter geht's hier am Schmuckladen. Und dann gibt es vorne und hinten hier auch einen Tiefgaragenzugang, Tiefgarage hier. So, hier ist der Zugang zur Tiefgarage. Die ist sozusagen hier unter dem Baobab. Hier unten drunter.
ist nicht ganz günstig, aber eben zentral. So, ja, schauen wir doch einmal hier zum Hotel Costa Meloneras. Ja, ich werde versuchen, mal für ein einheitliches Datum mal die Preise für zwei Personen pro Nacht oder ja pro Woche rauszufinden. Pro Nacht ist besser, weil. Wobei das ja nicht ganz einfach ist. Zum Beispiel Rio Gran Canaria, 4 Sterne, da ist die Vollpension mit dabei. All inclusive, alles. Und da ist das Hotelzimmer teurer wie das 5 Sterne Gran Canaria Palas Meloneras. Ja, gemütlich sitzen und ein Gläschen Wein trinken kann man hier allemal, aber auch gut essen. Diese Spielhöhlen, die gibt es auch überall. Parking, Hotel Baobab und es auch Gymnastik, zum Fitnesscenter geht es hier rein. Ja, man hört viel Skandinavisch sprechen im Moment. Es sind viele Skandinavier da. So, ja, weiter geht's hier Richtung Rio. Und auf der anderen Seite, da fahren wir dann mit Wind dementsprechend schön langsam vorbei. Ja, hier nochmal der Blick aufs Hotel, ist schon ein Riesenklotz. Die Kongresshalle, Kongresszentrum. So, und hier drüben das Shoppingcenter Varadero. So, ich gehe mal auf die andere Seite, ich glaube, da laufe ich besser. Ja, hier geht's rein und Haupteingang Hotel Rio Palace. Palas Meloneras. Ja, morgen wisst ihr ja, 16 Uhr, Realität am Faro, am Leuchtturm. Haben sich schon wieder einige Gäste angekündigt, freut mich. Und ja, da gibt es für mich auch immer viel Interessantes zu erfahren, was man eben nicht in den Kommentaren schreibt. Sehr häufige Fragen immer wieder, Vermietung, Mietung, Anmietung. Welchen Weg soll ich wählen? Und die Fragen wiederholen sich im ständigen Wechsel. So, und dann ein Thema, was ich heute besprechen wollte in der Realität, und zwar die blauen Zonen, Parkzonen. Das waren blau markierte Flächen. Dann gab es dazwischen dann die Automaten, musste man bezahlen, halbe Stunde, 10 Minuten, 20 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden, Zettel, hin, Windschutzscheibe, wie ihr es kennt. Und da wurde ich gefragt, was ist damit passiert, gibt es die nicht mehr? So, also folgendermaßen, es wurde von der Gemeinde sozusagen ins Leben gerufen. Wurde auch von der Gemeinde bezahlt und abgerechnet. Das Problem war ganz einfach, dass die Strafen, wenn man nicht gezahlt hat, nicht von dieser Firma oder von der Gemeinde eingetrieben konnten, wollten, sollten, sage ich immer so.
Ich habe mal meinen Anwalt gefragt und der sagte mir, also wenn er eine Strafe kriegt, er bezahlt nicht. Wenn er mal über die Zeit ist, dann war ein Bon hinter der Windschutzscheibe mit einer Strafgebühr, die konnte man am nächsten Automaten bezahlen, in ein Kuvert reingeben und dann in den Briefkasten werfen. So, ich habe eigentlich immer bezahlt, wenn ich da mal mich hinstellen musste. Und dann wurde es, Rechtsprechung, und dann hieß es, dass die gar nicht berechtigt sind. Das kann nur die Polizei machen. Was natürlich passieren konnte, wenn jemand da tagelang steht und nicht bezahlt, dann haben die von dem Ordnungsamt, von diesem Privaten, die Polizei angerufen und die haben dann abgeschleppt. Also das war dann schon möglich. Also die Sachen gibt es nicht mehr, die Automaten wurden abgebaut, die blauen Linien sind teilweise noch sichtbar, aber es ist nicht mehr zu bezahlen. Wenn jemand natürlich ein gutes Buchungsportal oder ein Angebot hat, dann kann er auch gerne, das fällt mir jetzt gerade so ein, nach dem Parken, dann kann er das gerne auch in den Kommentaren schreiben. Immer bei der Realität zum Beispiel, habe da gesehen, Preisunterschiede, habe da gebucht, der Preis. Ich glaube, das ist auch für andere Gäste sehr interessant. Und in den Kommentaren zur Realität, da passt es mit Sicherheit rein. Ja, und jetzt kommen wir gleich zum renovierten Hotel Rio Gran Canaria, 4 Sterne, Rio Hotel und Resorts. Hier wird man immer nett und höflich begrüßt, Wachmann. Und dann darf man da reinfahren oder nicht reinfahren oder hat eine Parkkarte bzw. ein Parksystem, dann öffnet sich die Schranke automatisch. So, genug gelaufen. Jetzt fahre ich ein bisschen und dann freue ich mich auf die andere Seite. Wenn jemand natürlich ein gutes Buchungsportal oder ein Angebot hat, dann kann er auch gerne, das fällt mir jetzt gerade so ein, nach dem Parken, dann kann er das gerne auch in den Kommentaren schreiben. Immer bei der Realität zum Beispiel, habe da gesehen, Preisunterschiede, habe da gebucht, der Preis. Ich glaube, das ist auch für andere Gäste sehr interessant. Und in den Kommentaren zur Realität, da passt es mit Sicherheit rein. Ja, und jetzt kommen wir gleich zum renovierten Hotel Rio Gran Canaria, 4 Sterne, Rio Hotel und Resorts. Hier wird man immer nett und höflich begrüßt, Wachmann. Und dann darf man da reinfahren oder nicht reinfahren oder hat eine Parkkarte bzw. ein Parksystem, dann öffnet sich die Schranke automatisch. So, genug gelaufen. Jetzt fahre ich ein bisschen und dann freue ich mich auf die andere Seite. Vis-à-vis der Anlage Bahia Meloneras, früher touristisch, jetzt privat, zwei Teile, Bahia Meloneras Teil 1, Teil 2, Phase 1, Phase 2. Da ist auch begehrter Wohnraum da. Es suchen viele die Wohnungen rein bungalows auf 2-3 Etagen, sind größer, die haben meistens 2, manche 3 Schlafzimmer und sind ständig ausgebucht und ja, da gibt es kaum was Freies. So, der Palmenweg, ja, der schaut wirklich furchtbar aus. Man müsste ganz einfach mal fragen oder wissen, wer dafür zuständig ist. Das Hotel scheint es nicht zu sein. Das ist eigentlich die Gemeinde. Die verlangt ja immer eine Zona Verde von den Eigentümern, ein Stückchen Grundstück, und müssen dann auch dieses in Ordnung halten. Scheinbar hier schon länger nicht mehr geschehen. So, hier, wichtig, Zugang zum Strand, genau hier vorne, Felsen. Wenn man jetzt nicht unbedingt im Sand sitzen möchte und sagt, ich nehme mir ein Kissen, eine Decke mit oder eine Luftmatratze und dann gehe ich runter an den Steinstrand. Das ist neulich schon mal vorgestellt und dann kam auch Frage, ja, kann da jeder runtergehen? Ich zeig's euch jetzt mal.
ein bisschen gut zu Fuß sollte man sein. Jetzt nicht jetzt mit Gehhilfen unterwegs sein. So, und das ist diese, ich sag mal, mehr oder weniger befestigte Weg. So, und in 5 Minuten ist man da unten. So, und dann hier hat man seine Ruhe, hier hat man keine Nachbarn, hier ist man für sich. Es ist auch mehr oder weniger uneinsehbar hier. So, und da könnt ihr laufen, hier über die Steine bis zu dem Felsen da vorne. So, und ich sage Ihnen euch, was gibt es da Schöneres, wie jetzt mal ein paar Minuten einfach den Strand genießen. Und zu sagen, da war ich alleine, da ist keiner. Schaut euch das an. So, es geht aber wieder zurück. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Schöne Seitenansicht hier vom Hotel. So, ich werde dann mal versuchen, auf die Schnelle für das Hotel hier Via del Conde, dann für die beiden Rio Hotels, für das Costa Meloneras, dann das Oasis und das Palm Beach einen Preis rauszukriegen. Aber ganz wichtig, das ist das Hier und Jetzt und nicht in 3 Wochen, 4 Monaten, wenn jemand anders das Video dann sich ansieht, sondern Stand heute oder morgen. Ja, schön anzusehen. Bisschen neugierig dürfen wir ja sein. Das Via del Conde. Ja, die Lage ist schon besonders, aber wie gesagt, es ist etwas weiter weg vom Strand, vom Sandstrand. Und schon sind wir hier bei Rio. Rio Gran Canaria, gerade eben frisch renoviert. Ja, und ich habe gestern gesehen, da sind die Preise etwas teurer. 2 Personen, eine Nacht mit all inclusive, wie beim Hotel nebenan. Wenn jemand viel trinkt, viel verzehrt, dann mag sich das rechnen. Wenn aber jemand sagt, ich bin zum Schlafen im Hotel und nur zum Essen, naja, kann ja jeder selber entscheiden. Aber
aber es gibt auch ja viele, die nutzen das wirklich aus. Die sind auch dann fast den ganzen Tag im Hotel und wollen so einen Urlaub, sonst würden sie ihn ja nicht buchen. So angenehm hier, geht's bergab. Ich muss nicht treten. Der Wind kommt mir so schräg von der Seite. Und wir sehen ein bisschen was. Das ist die Realität. So sieht es hier aus. Für viele, die jetzt sich auskennen, die wissen das. Für die, die neu sind, sagen, Mensch, das ist ja immer ziemlich ruhig, entspannt hier. Locker. Und nach dem dritten Mal sehen, sagen die, gut, dann buchen wir eben dies oder das. Ja, vielleicht noch so eine kleine Geschichte am Rande mit meiner Kamera. Ich habe mir die ins Werk gegeben, besser gesagt nicht ins Werk, sondern zu Cord Inglés, wo ich sie gekauft hatte, weil sie nicht mehr funktioniert, der Ein- und Ausschalter nicht richtig. Und dann haben die es eingeschickt und die haben gesagt, eine Reparatur würde 260 Euro kosten, die übernehmen keine Garantie dafür. Gut, ich hatte eine Versicherung oder habe eine Versicherung, habe ich sie wieder abgeholt. Und jetzt hat die Versicherung Kamera eingefordert, die haben die abgeholt und jetzt kam ein Schreiben, nein, eine WhatsApp, dass ich Ersatz kriege. Ich will aber keinen Ersatz, denn in den Versicherungsbedingungen stand, dass ich den Betrag, den bezahlten, zurückbekomme. Und die Kamera sei irreparable, also nicht mehr zu reparieren. Gut, aber wie gesagt, hätten die am Anfang gleich gesagt, gut, wir tauschen die, dann hätte ich ja gesagt, aber jetzt will ich diese Kamera dann auch nicht mehr neu haben. Hallo! Also, nur so viel noch. Man hat aber da bei Cord Inglés einen kompetenten Sprechpartner. Und was ich jetzt erst erfahren habe, das ist eine Versicherung von Cord Inglés. Also, deswegen gab es auch einen kurzen Weg, kein ewiges Hin- und Hergeschreibe. Ich habe eine E-Mail geschrieben, die haben die Kamera abgeholt und 3 Tage später oder 4 Tage später habe ich dann jetzt Bescheid bekommen. So, jetzt sind wir vis-à-vis vom Costa Meloneras. Sehr beliebt, viele Stammgäste. Viele Wiederholer. Aber der ein oder andere probiert dann eben doch mal ein anderes Hotel aus. So, was ist mit unserer Baustelle hier? Ist hier eingerichtet. Das war doch hier, oder? Wo noch das freie... Der freie Platz war ja, das ist also mittlerweile auch geschlossen. Diese Restaurantlücke, sage ich. Ja, so sieht's aus an einem Donnerstagnachmittag. Ganz entspannt, ruhig. Hier kann man gut sitzen, hier kann man in der Sonne sitzen, liegen. Laufen, Kaffee gibt's auch. Und hier wird sich schon wieder auf den Abend vorbereitet. Café del Mar. Und hier gibt es, wie gesagt, die guten Kuchen- und Kaffeespezialitäten in beiden Lokalen hier beim Café de Paris. Immer eine gute Adresse, man sitzt da gut und hat auch gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir sind hier in der teureren Ecke, das ist ganz klar. Da kostet der Kaffee mehr wie in San Fernando. So, ja, das wollte ich auch sehen. Die kleine Kunsthandwerksmesse.
die sich jetzt hier am Wochenende etabliert, und zwar direkt auf dem Faro-Gelände oben. Ja, morgen gibt es ja hier wieder unser Meeting, unser Treffen. Aber einen kurzen Stopp mache ich hier schon. Erstmal hier die Hinweise. Nein, nicht wie man sich die Socken anzieht. Sondern hier geht es zum Gran Canaria Marathon, 19. November. Am 3. Dezember bis 10. Dezember ist die Canarian Bike Week. Hier sollen wir aufpassen auf die Natur, 19. November. Und ja, nochmal die Werbung. So, das ist der kleine Markt hier. Kunsthandwerk von Gran Canaria. So schaut das hier aus, direkt vor, neben dem Eingang zur Terrasse, zum Museum, zur Ausstellung hier vom Leuchtturm. Ja, Hotel Faro werde ich natürlich auch in der Preisübersicht mit einbeziehen, ganz klar. Ja, und jetzt ist so gerade richtige angenehme Temperatur. Ich würde sagen, leichter Wind, 26 Grad. Und ich möchte dann auch hier die Realität beenden. Und sage bis morgen, gleiche Welle, gleiche Stelle, hier unser Meeting am Faro. Aber einmal noch Blick zum Wasser. So sieht's hier aus. Das ist jetzt der schönste Blick für mich aufs offene Wasser. Und ich sage hier hasta luego, macht's gut. Bis morgen zum Wetter oder zur Realität. Bis dann, hasta luego.